1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zur Freitagnacht-Ausgabe vom 1 Live Talk Radio. Wie immer eine freie Themenwahl, eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an oder mailt mir oder faxt mir. Ruft an unter 0800 220 50 50, faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live in der Nacht, im Radio, im Fernsehen zu unterhalten? Erster Anrufer, erste Anruferin heute Nacht ist Sarah und Sarah ist 20 Jahre alt. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hallo Sarah. Ja, und was geht's bei dir? Mein Freund schlägt mich. Dein Freund schlägt dich? Ja. Wie lange ist dein Freund schon? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Das heißt, der erste Mann in deinem Leben, oder wie kann man sagen? Ja. Keine andere Sache nebenher gelaufen? Nein. Gar nichts? Hm? Wohnt ihr zusammen? Nein. Nein. Du wohnst noch bei deinen Eltern? Bei meiner Mama. Hm. Und wie oft kommt das vor, dass er das macht? Jedes Mal, wenn er da ist. Wie oft ist er da? 5-mal in der Woche ungefähr. Also fast jeden Tag? Ja, außer Wochenende. Warum ist er am Wochenende nicht da? Weil er ein Drogenproblem hat und immer feiern will. Aha. Und du gehst dann nicht mit, du sollst nicht mitkommen? Sagen wir mal so, ich bin in einer anderen Szene als er. In welcher Szene bist du? In der Gothic-Szene. Ach so, und er? Hip-Hopper. Ach so, ah ja. Da kann man nicht so miteinander, das passt nicht. Ja. Aber ich meine, 5-mal in der Woche sich sehen und quasi jedes Mal, wenn man sich sieht, vom Freund geschlagen zu werden, ist ja schon so unfassbar, so krass, dass man eigentlich es gar nicht glauben kann. Aber es ist so. Ja, aber das ist nicht das Schlimmste für mich, was er mir angetan hat. Sondern? Ich habe vor 2 Jahren war ich schwanger. Und ich war beim Frauenarzt. Ich war im 5. Monat. Mhm. Und er wollte wissen, was es wird. Mhm. Ich nicht. Und es sollte angeblich ein Mädchen werden. Mhm. Und weil er ein Junge wollte, hat er es mir rausgeprügelt. Das war vor 2 Jahren? Ja. Darf ich dich ja mal so ganz vorsichtig fragen, warum du mit diesem Typ noch zusammen bist? Jetzt weil ich bitte, Angst habe, was passiert, wenn ich mit den Schluss mache. Was könnte da passieren? Weiß ich nicht. Du hast ja irgendwelche Vorstellungen, dass er dich noch mehr zusammenschlägt, oder? Ja, umbringt oder irgendwie sowas. Mhm. Wenn er jetzt zu dir nach Hause kommt, einmal am Tag, 5-mal in der Woche ungefähr, wie schlägt er dich dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn, dann nur im Magen, weil es meine Mutter nicht mitbekommen soll. Mhm. Also durch ein blaues Auge oder so. Mhm. Und ja, er ist aggressiv und ist zu mit Drogen. Mhm. Und dann weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn er mich sieht, dann ist er sofort schlecht gelaunt. Ja, also es muss gar keine Auseinandersetzung geben, der sieht dich und lässt seinen Frust an dir ab, indem er dir in den Magen schlägt. Ja. Mhm. Und das geht jetzt, wie viele Jahre insgesamt geht das? Du bist 6 Jahre mit ihm zusammen? ungefähr nach dem, wo ich das erste Mal mit ihm geschlafen habe, also so circa nach 2 bis 3 Monaten. Also quasi geht es über 5 Jahre so? Ja. Über 5 Jahre geht das so, Sarah, und das lässt du dir gefallen? Weißt du, und deine Mutter ahnt auch gar nichts davon? Naja, mittlerweile schon, weil ich habe vor 1 Monat wieder ein Kind verloren, wovon sie aber wusste. Mhm. Und das habe ich verloren, weil ich zu wenig wog. Mhm. Und ja, die Ärzte sagen Magersucht und alles. Ist das so? Ja. Mhm. Und dann war sie sehr sauer auf mich. Also mein Freund ist momentan auch sauer auf mich, weil er ein Junge gewesen wäre und kommt deswegen nicht. Und meine Mama war irgendwie voll enttäuscht und hat gesagt, so, ich soll mal, also, weiß ich nicht, so mache ich noch was anderes und baue ein Bi. Und irgendwie habe ich ihr das dann gesagt, dass ich mich auch aufschneide an den Beinen. Und sie wollte das dann eben sehen und jetzt ist sie ziemlich fertig mit der Welt. Okay, aber sie weiß nicht genau, was da abgeht, wenn dein Freund zu dir kommt. Nein. Das weiß sie nicht? Nein. Wie würde sie darauf reagieren, wenn du ihr das alles so erzählen würdest?
ich glaube, das würde sie kaputt machen. Deswegen will ich sie auch nicht sagen. Mhm. Genauso wie ich es nicht meinem Papa sagen möchte. Ach, du lebst in der Familie mit Vater und Mutter? Nee, meine Eltern haben sich letztes Jahr getrennt. Ach so. Mhm. Aber die haben noch super Kontakt miteinander und alles. Ja. Dein Vater, wie würde der reagieren? Du sagst, der wird den umbringen. Mhm. Und deswegen habe ich Angst, weil wenn ich das meiner Mama sage, dann geht sie vielleicht in eine Klapse zum schlimmsten Fall. Und also ich mag schon dein Dilemma. Du hast Sorge um deine Mutter. Die macht sich kaputt. Du hast Angst um dein eigenes Leben. Du hast Angst, der bringt dich um, wenn du dich von ihm trennst. Ja. Du hast Angst, dass dein Vater den umbringen würde vor Wut und Hass, weil der Typ seine Tochter, nämlich die Sarah, nämlich dich so behandelt hat. Ja. Also ein Teufelskreis, ne? Ja. Aber aus dem es auch einen Ausbruch gibt und aus dem es einen Ausbruch geben muss, und zwar so schnell wie möglich, Sarah. Was machst du vom Beruf? Modenäherin. Bitte? Modenäherin. Modenäherin. Ausgelernt mit Abschluss? Mhm. Ja. Also und hast auch einen Job, also im Moment. Ja. Mhm, ja. Du sagst gerade, dass er drogenabhängig ist. Mhm. Ist das richtig, richtig heftig? Also würdest du sagen, der ist schwer abhängig? Ja. Mhm. Wie würdest du deine Gefühle zu dem bezeichnen? Angsterfüllt? Mhm. Eigentlich habe ich nur Angst vor ihm. Nur Angst. Da ist also Angst, Hass auch? Ich weiß nicht. Ich sag mal so, ich glaube sehr stark an Gott und ich denke mal, er wird ihm das irgendwie zurückzahlen. Mhm. Von daher. Mhm. Aber dein Wunsch, wenn du entscheiden könntest, wenn du einen Wunsch hättest, dann wäre das so weg von dem Typ. Ja. Freiheit. Frei weg von ihm. Ja. Mhm. Also Sarah, natürlich kann ich das nachvollziehen, dass du sagst, ich habe Angst vor dem, wenn du auch solche Gewalterfahrungen jetzt 6 Jahre lang hast machen müssen. Mhm. Dennoch darf das nicht der Grund sein, dich nicht aus dieser Beziehung rauszuziehen. Es ist nur die Frage, wie du das machst und wie geschickt du das machst und mit welcher Hilfe du das machst. Und ich finde, dass du dafür Hilfe brauchst und auch Unterstützung brauchst. Und welche Unterstützung und welche Hilfe, das bieten wir dir jetzt gleich an. Das heißt, das biete ich dir an im Gespräch mit meinem Psychologen. Mhm. Aber du musst da raus. Du musst so schnell wie möglich da raus. Es ist ja kaum mehr noch zu steigern, was da schon passiert ist. Sie hat ja ein Kind aus dem Bauch rausgetreten, wenn man sich das vorstellt. Und er schlägt dich oder boxt dich in den Bauch oder was jeden Tag. Das ist ja unglaublich. Ja. Da kriege ich ja schon den mehr als einen Hals und mehr als Wut und Zorn, wenn ich das höre. Und würde am liebsten da zu dir kommen und dich da rausholen und erstmal wegbringen von da, damit du. Ja gut, bei meiner Mama bin ich ja geschützt, weil er darf hier nicht rein, weil meine Mama den nicht leiden kann. Achso, er kommt schon gar nicht mehr in die Wohnung. Nein, weil meine Mama weiß, dass er drogensüchtig ist, das sieht man ihn an. Und wo trefft ihr euch dann immer jeden Tag? Du sagst, ihr trefft euch jeden Tag, ihr seht euch jeden Tag. Ja, heimlich. Also sie weiß gar nicht, dass ich noch mit ihm zusammen bin. Ach so. Und wo gehst du, wo triffst du dich mit dem dann? Draußen irgendwo, wo meine Mutter nicht oft lang fährt. Und da gehst du dann freiwillig hin, mit zitternden Knien letztendlich? Ja, sonst lauert er mir auf. Mhm. Mhm. Er weiß ja, wo ich arbeite und so. So, es gibt, das ist schon mal gut, es gibt den geschützten Raum, Wohnung deiner Mutter. Mhm. Da kommt er nicht hin. Ne? Ja. So, du musst jetzt, und da werden wir dir jetzt gleich behilflich sein, wer dir da zur Seite steht, dass du aus dieser Beziehung rauskommst. Mhm. Und zwar lieber gestern als morgen, so schnell wie möglich. Wir werden dir alles, was in unserer Macht steht, zur Seite stellen und helfen dabei. Mhm. Okay, Sarah? Ja. Das heißt, du legst jetzt auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft diese Telefonnummer an, die ist kostenfrei natürlich, oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Latizia. Latizia, genau so, ne? Genau so. Genau. Latizia, 23 Jahre alt. Ganz genau. Ich habe ein großes Problem und das schon seit 2 Monaten. Mhm. Mein eigentliches Problem ist sowieso, dass ich auf ältere Männer stehe. Mhm. Wie viel älter müssen die sein? Ja, also schon über 10 Jahre. Ja, das geht ja noch. Mhm. Ich dachte jetzt, du bist 23.
Wenn du jetzt gesagt hättest, also unter 63 läuft bei mir nichts bei dem Typ. 10 Jahre ist doch noch okay. Okay. Und er ist verheiratet. Ach so, es gibt einen Typ seit 2 Monaten. Richtig. Er ist leider verheiratet und da schon längerem. Er ist 15 Jahre älter wie ich. Ja. Und hat auch noch eine Tochter. Ja. Und wo hast du ihn kennengelernt? Im Restaurant. Einfach so? Mhm. Hast du ihn angesprochen? Er dich angesprochen? Er mich. Er dich. Mhm. Wie, einfach so, du sitzt am Tisch und der spricht dich an oder was? Er ist einfach zu uns an den Tisch und hat gefragt, ob er sich dazusetzen darf. Wer ist uns? Du mit ein paar Freundinnen oder was? Genau. Ja. Mhm. Und so fing es an. Ja. Also ein offensiver Mensch, ne? Der hat die Letizia da gesehen und setzt sich gleich an den Tisch. Nicht direkt eigentlich. Die haben die ganze Zeit rübergeschaut. Ach so. Nur gut. Ja. Also so fing es an. Genau. Und jetzt läuft es seit 2 Monaten. Er ist verheiratet, er hat ein Kind. Er hat ein Kind und sie ist erst 18 oder schon 18. Wer ist denn das Kind schon? Ja, seine Tochter. Mhm. Und ich weiß auch nicht. Ich habe mich so an den gewöhnt irgendwie. Er ist hier stationiert. Er wohnt also nicht in der Stadt, in der ich wohne. Aha. Ist es ein Deutscher? Nein. Nein? Nein, er ist ein Amerikaner. Ein Amerikaner. Mhm. Du hast dich so an ihn gewöhnt. Das klingt ja auch nett, aber bist du richtig verknallt in ihn? Verliebt in ihn? Ich denke. Ja. Ich denke. Er denn in dich auch? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Mhm. Das ist die Frage. Wie oft seht ihr euch? 3-mal die Woche. Geht dann nur die Post im Bett ab? Ja. Ja. Ja, sagt sie ganz verschmitzt. Also im Prinzip, wenn ihr euch trefft, geht es eigentlich immer um Sex. Ja, ganz genau. Und ihr geht nicht mal bummeln oder mal irgendwie ins Kino oder sowas? Doch, er hat mich mehrmals drauf angesprochen, am Anfang. Mhm. Und ich habe immer wieder abgelehnt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Was hast du abgelehnt, mit ihm ins Kino zu gehen? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Wie? Ich weiß es nicht. Du bist doch Solo, davon gehe ich jetzt aus. Richtig. Und warum willst du nicht mit dem, in den du wahrscheinlich sogar verliebt bist, warum gehst du mit dem nicht ins Kino? Ich weiß es nicht, da ist irgendeine Sperre, keine Ahnung. Ich verstehe mich selber nicht. Nee, das muss ich jetzt erklären. Das muss ich jetzt rauskriegen. Was ist das für eine Sperre? Schämst du dich seiner? Nein. Schämst du dich, dass er doch erheblich älter ist als du und man dich dann sieht in der Öffentlichkeit mit ihm? Nein, man sieht ihm das gar nicht an, dass er so alt ist. Er sieht wirklich... Okay, aber warum gehst du mit ihm nicht ins Kino, verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich ja auch selber nicht. Aber es muss doch das müssen wir jetzt rauskriegen, das finde ich jetzt aber sehr spannend. Da muss doch irgendein Anhaltspunkt zu sein. Liegt es am Kino? Gehst du auch nicht gerne mit ihm auf die Straße? Ich denke. Also... Am Anfang habe ich es eben abgelehnt und dann hat er es nicht mehr gemacht. Dann haben wir uns nur noch bei ihm getroffen, wo er eben stationiert ist und haben eben nur miteinander geschlafen. Und ich habe dann auch bei ihm übernachtet. Er hat da irgendein Zimmer oder was? Ja, der hat so ein kleines Bungalow. Ja, und die Frau und die Familie wohnt aber woanders? Ja, genau. Mhm. Und Wochenende ist er dort. Ja, aber er kommt auch schon mal zu dir in deine Wohnung? Nein, nur mich abzuholen. Aber du hast eine eigene Wohnung und wohnst alleine? Ja. Mh. Und warum kommt er nicht in deine Wohnung? Keine Ahnung. Ach, Letizia, Rätsel über Rätsel. Warum nicht? Was ist da los? Ich weiß nicht. Da ist ein Typ, in den du verknallt bist, mit dem du viel Sex hast. Und ich gehe mal davon aus, dass der Sex schön ist und toll ist für dich. Sehr schön. So, und den nimmst du nicht mit in deine Wohnung? Und mit dem magst du nicht... draußen sein, in einem Café, in einem Kino. Warum nicht? Ich möchte schon. Aber? Ich möchte schon, aber am Anfang war mir das irgendwie unheimlich und ich wollte es eben nicht. Warum unheimlich? Vielleicht, weil er verheiratet ist. Ach so. Ach so, dass man euch vielleicht sieht und dass du dann in ein schlechtes Licht kommst. Und richtig. Ah so, und du dann die Ehebrecherin bist, als Ehebrecherin dastehst. Genau, du hattest ja gestern auch mit der Franzi ganz kurz telefoniert. Ich war in der Warteschleife und wie ich sie weinen gehört habe, da fühlt man sich schon sehr schlecht. Mhm, ich verstehe. Jetzt verstehe ich den Hintergrund. Ja, jetzt verstehe ich den Hintergrund.
Ja. So, aber jetzt letztendlich ist ja die Frage, wie geht das jetzt weiter mit euch beiden? Das ist ja erst 2 Monate. Ich habe mich eine Woche zurückgezogen, um einfach zu sehen, wie er für mich irgendwie empfindet, wie er reagiert auch. Und ja, dann hat er sich gemeldet und hat mich eben gefragt, was das sein soll. Und ich habe ihm das dann erklärt, dass also ich bin wirklich auch keine Frau für eine Nacht. Und dass mir das alles irgendwie komisch vorkommt, dass wir nur bei ihm sind und nur miteinander schlafen, dass wir nicht mal auf den Golfplatz gehen beim schönen Wetter oder dass wir ihm nichts unternehmen. Und dann war er sauer, dann hat er gesagt, ja, ich habe dir das ja öfters vorgeschlagen, du hast es abgelehnt. Ja eben, und so wie du es mir gerade auch gesagt hast. Genau, ja. Und ja, damit hat er mir bewiesen, dass ihm schon ein wenig was an mir liegt, weil ich auch wissen wollte, ob er überhaupt mich mag. Ja, das kann man ja auch ganz normal fragen. Hier, was bin ich für dich? Bin ich für dich eine Sexgeschichte oder bin ich für dich ein, liebst du mich? Bist du verknallt in mich? Kann man ja fragen, kann man ja klar fragen. Das getraue ich mich nicht. Warum nicht? Weil du Angst hast vor der Wahrheit vielleicht. Nein. Sondern? Weil ich mich zu sehr schäme. Verstehe ich auch nicht. Du schämst dich, das zu fragen? Ja, er ist verheiratet. Ja gut, mein aber... Gott. Ja gut, deswegen kannst du doch fragen, was er für Gefühle für dich hat. Du schämst dich ja nicht, mit ihm ins Bett zu gehen. Hast du recht. Ne? Ja, also das ist ja jetzt erstmal die Grundfrage, Letizia. Was empfindet dieser Mann für dich? Was will der von dir? Das musst du ihn fragen. Wenn du anfängst, dich jetzt in ihn zu verlieben, ist diese Frage die allerwichtigste. Sonst gibt es Unglück, das ist doch ganz klar. Ja. Was hast du denn jetzt für Pläne gehabt eigentlich? Was wolltest du denn machen? Mit wem? Ja, wie wolltest du jetzt weiter mit ihm verfahren? Ja, ich wollte dich fragen, ob das ein bisschen zu blöd wäre, mich von ihm schwängern zu lassen. Schau nicht so. Ja. Ob das ein bisschen blöd wäre, sich von ihm schwängern zu lassen, um? Um ihn zu behalten. Ja, das ist sehr blöd. Nein. Das ist sehr, sehr blöd, Letizia. Also wenn das der Trick wäre, diesen Mann an dich zu binden, indem du schwanger wirst, ist das ganz schlimm, finde ich. Das darf man nicht machen. Das darf keine Frau machen. Das darf keine Frau machen. Das ist ja nicht nur eine Geschichte zwischen euch beiden, da kommt jetzt auch ein neuer Mensch mit ins Spiel. Das darfst du nicht machen. Was soll ich denn machen? Du sollst den erstmal fragen, was er für dich empfindet und wie er die Zukunft sieht. Erstmal eine klare Frage. Dann hoffe ich mal, dass der junge Mann der nicht mehr so ganz junge Mann dir eine klare Antwort gibt. Aber mach jetzt keine Tricksereien mit Schwangerwerden und so. Da kriegst du ihn sowieso nicht. Wenn der dich nicht liebt, liebt er dich auch nicht, wenn du schwanger wirst. Hast du recht, ich weiß es. Weißt du? Ich weiß. Und dann hast du vielleicht Probleme, die du gar nicht haben willst und vielleicht willst du noch gar nicht schwanger werden in deinem Alter. Und es ist ja auch viel schöner, schwanger zu werden mit einem Typ, mit dem dich eine Liebesbeziehung verbindet und so weiter. Nein, das darfst du nicht machen. Punkt aus. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Die Letizia. Also nicht schwanger werden, bitte. Bitte nicht. Versuchen Sie bitte nicht schwanger zu werden. Kannst mich ruhig tun. Ja, das war jetzt auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Versuche bitte nicht schwanger zu werden. So, und das nächste ist, dass du ihn fragst, was los ist. Also ich habe ihn schon gefragt, ob er das immer wieder macht, wenn er irgendwo stationiert ist. Und er sagte mir auch, dass das zum ersten Mal ist. Und ja, du bist skeptisch, wäre ich an der Stelle auch. Ist das einfach ein Soldat, der einfach ein bisschen noch anders Sex haben will und letztendlich interessiert er dich als Mensch gar nicht. Interessierst du ihn als Mensch gar nicht. Kann ja alles sein. Sei skeptisch. Aber mach keine Tricksereien. So, und jetzt fragst du ihn erstmal. Die nächste Aktion ist, du fragst ihn und dann sehen wir weiter. Okay? Was ist, wenn er Nein sagt? Dann musst du dich damit abfinden. Dann wäre er sehr ehrlich. Das wäre sogar sehr gut, wenn er sagt, nein, also ich liebe dich nicht, ich mag dich gerne, mag gerne mit dir Sex haben, aber keine Liebesbeziehung. Da musst du es aushalten. Und es ist auch noch nicht so dramatisch. Du bist erst 2 Monate mit ihm zusammen. Da kann man das noch eher aushalten, als wenn du schon 2 Jahre mit ihm zusammen wärst. Ja, schon. Und was ist, wenn er Ja sagt? Was soll ich zu ihm sagen? Soll ich sagen, verlass deine Frau? Dann müsst ihr mal sehen, dann fragst du ihn, wie er sich die Zukunft vorstellt. Und es kommt ja auch darauf an, welche Verbindung er noch zu seiner Frau hat. Vielleicht ist ja die Liebe auch schon kaputt, aber du musst erstmal ein bisschen Informationen sammeln.
Also reden. Reden ist erstmal ganz wichtig, Letizia. Okay? Alles klar. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Apropos Franzi, meine Anruferin von gestern. Ich hatte ja eigentlich versprochen, dass wir mit ihr die Sendung aufmachen. Aber leider ist die Franziska nicht erreichbar, was mir sehr leid tut, weil wir gestern ja angefangen haben zu sprechen und es war schon sehr dramatisch. Vielleicht hat sie keine Lust mehr oder sie hat Angst oder es ist irgendwas dazwischen gekommen. Meine Kollegen versuchen es während der Sendung noch, aber im Moment leider ist sie nicht erreichbar. Dafür ist erreichbar und hat sich bei uns gemeldet der Marco. Und Marco ist 16. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Marco. Dein Thema. Also ich sammle Autoschlüssel. Du sammelst Klingt Autoschlüssel? Komisch, ist aber so. Was? Klingt komisch, ist aber so. Klingt komisch, ja. Du sammelst Autoschlüssel? Ja. Welche Autoschlüssel? Von allen möglichen Autos? Ja, also nur von neueren. Nur von neuen? Aber also, wie kommt man denn an neue Autoschlüssel? Ich habe vorher bei Citroën gearbeitet. Wo hast du gearbeitet? Bei Citroën. Citroën? Citroën-Händler. Citroën-Händler, ja. Und bei Neuwagen, wenn die kommen, dann haben die Zweitschlüssel verschwunden. Du bist erst 16, was hast du da gemacht? Ich sammle die. Nein. Was hast du bei Citroën gearbeitet? Automobilkaufmann. Ach so, schon gelernt. So früh schon angefangen, die Lehre zu machen. Ja, richtig. Und bist du schon fertig mit der Lehre? Nein, ich bin rausgeflogen. Wegen der Schlüsselsammlerei? Ja, das ist auch aufgeflogen, eines Tages, leider. Das ist ja auch sehr skurril. Du arbeitest in einem Autosalon und schiebitzt den Dritt- oder Viertschlüssel jedes Neuwagens, der da verkauft wird. Nein, nicht verkauft, die wo also frisch vom Transporter kommen. Ja gut, aber die verkauft werden sollen, ne? Richtig, ja, oder Kundenfahrzeuge oder. Ja, wie viel Schlüssel hat eigentlich so ein Auto, wenn die angeliefert werden? Also bei Citroën sind es zwei, bei Audi zum Beispiel sind es vier, bei BMW sind es vier. Nun warst du aber bei Citroën und da waren es nur zwei und wenn du einen geklaut hast, das fiel dann ja doch sehr auf. Am Anfang nicht. Am Anfang also nicht? Ich habe das immer als Transportschaden gelten lassen. Ach so. Da hat der Fahrrad auf den Deckel gekriegt, nicht ich. In deiner kurzen Sammelkarriere, die war ja dann ein Jahr oder zwei Jahre höchstens, ne, oder? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr nur. Wie viele Schlüssel sind zusammengekommen? Also bei dem 10. Wie? Also wo ich die Arbeit habe, 10 Schlüssel. 10 Schlüssel. Und wie viel hast du insgesamt schon? 70. 70. Und woher kommen die anderen? 60? Ja, da bin ich bei so Privathändler, also so Gebrauchtwagen, Umfahrtwagenhändler. Und da ist es also nicht so schlimm gewesen, wenn einer weg war. Ja, aber wie kommst du da ran? Du kannst ja nicht einfach zu einem Gebrauchtwagenhändler gehen und sagen, hier haben sie einen Schlüssel für mich. Hast du da auch was gearbeitet oder wie? Ja, Nebenbeschäftigung. Ach so nebengejobbt. Ja, der kennt mich schon seitdem, wo ich auch. Ach so. Mensch, du hattest eine Ausbildung bei Citroën und wegen dieser Schlüsselstibitzerei bist du rausgeflogen. Richtig, ja. Warum sammelst du denn diese komischen Schlüssel? Willst du irgendwann später mit den Autos mal rumfahren oder wie? Nein, also das ist so ein Sammeltick praktisch. Also du spekulierst gar nicht darauf, irgendwann diesen Neuwagen mal in der Stadt zu sehen und dann einzusteigen und damit rumzufahren. Das ist nicht der Fall. Nein. Du willst einfach das Gefühl haben, Mensch, hey, ich habe hier an der Wand 70 funkelnagelneue Schlüssel hängen oder 10 funkelnagelneue Schlüssel. Richtig, ja. Ist ja ein bisschen schräg, ne? Oder? Ich weiß, ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann riskiert, dass die Lehre kaputt geht, ist ja schon heftig. Am Anfang habe ich mich das gar nicht getraut, aber dann beim ersten Mal ist es gut gegangen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Ja, da macht man dann so weiter, ne? Ja, richtig. Ja. So, und nun hängst du auf der Straße und hast keine Ausbildung? Ja, ich habe bei so einem anderen Händler so eine Nebenbeschäftigung gemacht. Also ich habe dein Auto ins Internet inseriert, Auto umgestellt. Ja gut, aber du machst jetzt nicht deine Lehre fertig, ne? Nein. Das ist doch schlimm. Ich weiß, ja. Ein Arbeitsplatz gehabt als einer von den Ersten von der Klasse und dann so einen Scheiß machen, ich weiß. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, was soll meine Mutter sagen? Ja, deine Mutter soll sagen, hier, die soll ich zusammenstauchen. Das macht sie nicht. Ja, schade. Eigentlich gehörst du zusammengestaucht. Ich weiß, ja. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich mache es immer wieder. Ja, aber hör mal, Marco, mein Gott, hör mal. Also nur um ein paar Schlüssel an der Wand hängen zu haben, mit denen man so gar nichts anfangen kann. Okay, viele Sammler können mit dem nichts anfangen, was sie da sammeln, ist ja egal. Aber so ein Risiko eingehen, klaust du die Schlüssel, muss man ja ganz klar sagen. Ja, du begehst eigentlich eine Straftat, du hast eine Straftat begangen.
Im kleinsten Sinn, aber du hast es getan. So, und dann riskierst du auch noch deine ganze Fortbildung und dein weiteres Berufsleben. Das ist doch Wahnsinn, da muss man dagegen angehen, Mann. Ich weiß, ja. Ja, aber da will ich jetzt auch nicht hören. Ich kann nicht, natürlich kannst du. So, ist denn jetzt irgendwas Neues eingefädelt, dass du eine neue Ausbildungsstelle bekommst? Also bis jetzt habe ich mich noch nicht umgeschaut. Wie lange hättest du noch gemusst, um den Abschluss zu haben? Ja, drei Jahre. Achso, das war ganz am Anfang, ne? Bist du schon rausgeflogen? Richtig, ja. Ist das irgendwie vermerkt in deinen Unterlagen, dass du deshalb rausgeflogen bist? Nein. Das hat er gesagt, er will mir meinen weiteren Lebenslauf nicht versauen, er schreibt das nicht rein. So. Das ist ein guter und netter Zug von dem Typ gewesen, von deinem ehemaligen Chef. Das ist deine Chance, Marco. Weiß, ja. Das ist deine Chance. Das heißt, du bist so super jung, 16 Jahre erst alt. Du kannst dir wieder eine neue Lehrstelle suchen. Und wenn du im Autobereich eine Lehrstelle suchst, dann lass die Finger von diesem ganzen Quatsch, Mensch. Ich weiß, aber bei dem, wo ich jetzt zuletzt beschäftigt war, weil ich bin im November gekündigt worden. Und dann bis vor 2 Wochen, da war ich dann bei so einem anderen Händler, ja, ein paar Häuser weiter vorne. Und da am Anfang habe ich mich gar nicht getraut. Aber dann ist wieder losgegangen. Einmal gut gegangen, zweimal gut gegangen, dreimal gut gegangen. Aber Marco, Mensch, dann geschieht es dir bald nicht wirklich recht, dass du rausfliegst, wenn es so weitergeht. Da muss man sich auch mal ein bisschen selbst beherrschen. Vielleicht wäre einfach der gute Trick, dass du deine Lehre nicht in der Autobranche machst. Ja, aber was anderes interessiert mich nicht. Ja, aber es geht doch nicht beides, Mensch. Das ist doch Pillepuh, was wir hier reden. Du machst dir dein ganzes Leben kaputt, nur wegen ein paar blöder Autoschlüssel. Ich sammle halt sowas. Jeder Mensch sammelt irgendwas anderes. Dann such dir irgendwas anderes, was du sammelst. Aber nicht das, was dir deine Zukunft kaputt macht. Ja. Das ist doch absurd, oder? Ja, ich sehe es ja ein, dass es falsch ist, aber ich kann es einfach nie lassen. Doch, das kann man lassen. Wenn man sich anstrengt, kann man es lassen. Du bist ja kein Waschlappen, Mensch. Ja, mein letzter Chef, der hat mich ja zum Psychologen geschickt, da war ich auch. Ja? Dreimal und der hat gesagt, das ist keine Krankheit, weil mein Chef hat gemeint, das ist eine Krankheit, aber war da nicht so. Der Psychologe hat gesagt, es ist keine Krankheit, es ist eine Frage des Willens. Nein, er hat gesagt, das war ein dummer Jungenstreich. Ja, ich hoffe, dass das auch so ist und dass der dumme Junge das auch selbst in den Griff kriegt. Ja? Ich hoffe. Ja. Ich hoffe auch, Marco, alles Gute. Okay, dir auch. Auf Wiederhören, also, tschüss. Ciao. Autoschlüssel. Christa, 50 Jahre, hallo. Hallo Christa. Ja, hallo. Hallo Christa, eine schöne, klare Telefonleitung, das gefällt mir. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte mich gemeldet, Beziehung, Affäre, Verhältnis, wie man das so sehen kann. Das heißt, du hast sowas? Ja, seit 2,5 Monaten. Bist auch noch verheiratet? Nein, ich bin seit 25 Jahren wieder Single. Ach so. Eigentlich überzeugte Single-Frau. Seit 25 Jahren wieder Single, es klingt auch gut. Ja. Seit 25 bin ich wieder Single. So, und jetzt seit 2,5 Monaten gibt es da jemanden? Ja. Ein Mann? Ja, ein Mann, einen Verheirateten. Der ist wie alt? 56. Ja. Wohnt sehr weit weg. Wie viele Kilometer? Ja, über 600. Wow, das ist sehr weit. Ja. Das ist schade weit weg, ne? Ja, gut, aber weißt du, zufällig haben wir uns auch Rosenmontag kennengelernt. Im Karneval? Im Karneval. Hier in Köln? Nein, in einer anderen Stadt. In einer anderen Stadt, ja. Wir können auch gut feiern und da habe ich ihn kennengelernt. Eine Karnevalsbekanntschaft, das ist ja schrill. Ja, und das habe ich überhaupt auch nicht ernst genommen. So ein bisschen flirten, küssen, das war okay. Ja. Und war er verkleidet? Nein. Er war, wie gesagt, halt beruflich hier gewesen. Ach so. Halt, sprach mich wohl auch an und ja gut, ich habe sie locker gesehen und habe ihm auch die Telefonnummer gegeben und dann hat er mich tatsächlich angerufen. Ich habe das noch nicht ernst genommen. Wir wollen uns dann beim nächsten Treffen, wenn er nochmal hier runterkommen muss, zum Essen verabreden. Ja. Das hat er dann auch tatsächlich eingehalten. Dann habe ich mich mit ihm getroffen und ich wusste von Anfang an, dass er verheiratet ist. Und, also, so kam das dann in die Gänge. Er kam dann zu dir und dann hat's geschnackelt. Ja, auf gewisser Weise schon. Und man kann jetzt sagen, 2,5 Monate, sagst du, da ist auch schon eine ganze, ihr habt auch Sex gehabt miteinander, ist schon viel gelaufen.
Ja, ja. Erzählt er denn von der Ehe, wie die läuft? Nein, also wie gesagt, das ist meine erste, muss ich sagen, Beziehung zum verheirateten Mann halt. Ne? Ich auch keine Erfahrung damit habe. Ich habe nur gesagt, dass ich will nur die schönen Seiten sehen und er ist ein netter, interessanter, charmanter Mensch. Ja. Halt aufmerksam und habe gesagt, warum soll ich nicht das Gute einfach für mich rausziehen? Ich will ja nichts Schlimmes. Ich will ihn nicht einmal der Ehefrau wegnehmen. Mhm. Und was willst du denn? Bitte? Was willst du denn? Was ist dein Wunsch? Ja, einfach mich wohlfühlen. Wir und? Treffen uns und wohlfühlen. Achso, und dir reicht das aus, wenn er so ab und zu mal hierher kommt und ja, doch hin, wo ich. Du wohnst? Bis jetzt habe ich immer gedacht, das ist für mich das Optimale. So aber, halt. Aber es bröckelt. Ja, ich denke schon. Also ja. Wir sind zusammen halt, wir haben uns bisher noch regelmäßig alle 10 Tage gesehen, na halt, mailen auch und rufen uns an und ich weiß auch genau, dass seine Frau nichts weiß. Ja. Ich wollte nur wissen, ob er ein Arrangement getroffen hat, damit er für mich, damit ich meine Position überdenken kann. Ja, ja. Na, halt. Also, ich höre daraus, dass du dich doch ein bisschen mehr in ihn verliebst. Und du vielleicht ja, ein bisschen, ich denke, ich bin auf dem Wege hinzu. Ja, und demzufolge dann auch gerne mehr möchtest. Nee, weiß ich eben nicht. Ich versuche nur den Überblick über mich zu behalten, dass ich merke, wenn es anfängt, richtig weh zu tun, dass ich mehr leide als schöne Tage habe, dass ich dann das so sprich ziehen kann als erfahrene Frau. Ja, 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 ja. Als erfahrene Frau ist gut. Auch die Älteren machen oft Fehler wie ja, die ganz Jungen. Ja, deshalb erinnere ich mich so an die Letizia, ja, meine Generation früher. Genau, ist ja ähnlich. Nur halt ich ein bisschen abgeklärter, dass ich das. Also die Gefahr besteht ja immer, wenn man sagt am Anfang, okay, da kann ich mich mit zurechtfinden, der ist halt in einer Beziehung oder einer Ehe, ich habe so meinen Spaß auch und mir geht's gut. Aber wehe, wenn man sich dann doch noch mehr in diesen Menschen hinein fallen lässt und sich noch mehr verliebt. Dann kommen natürlich die Sehnsüchte oft auf, ich will auch noch mehr mit diesem Menschen teilen. Ja. Ich will mit dem auch Weihnachten zusammen sein, Silvester, ich will die Geburtstage verbringen und so weiter. Und da stößt man natürlich dann an die Grenzen, wenn derjenige in einer Beziehung ist. Ja, aber ich hoffe, dass das bei mir der Fall bleibt, dass ich das nicht so brauche. Ich brauche meine erwachsenen Kinder, ich brauche meine kleine Familie, die ich ja immerhin auch habe, weil ich ja schon mal verheiratet war. Und halt, ich kann nicht mehr so eng mit jemandem zusammenleben. Wie gesagt, überzeugte Singlefrau. Ja, nach so vielen Jahren. Ja, na, bitte? Ich sag, nach so vielen Jahren Singletum ist man natürlich auch eigenwillig geworden. Ja, ne? Genau. Und, ja, genau. Ja. Ich bin dann auch zickig oder nicht so ganz einfach, ja, und ja. Ich denke. Und wie gesagt, das ist meine Wohnung. Ich meine, dann kannst du es ja, ich meine, er wohnt weit weg. Das ist ja auch schon mal ganz praktisch für diese Haltung, sage ich jetzt mal. Ja, sage ich ja. Ich habe mir zielbewusst, unbewusst ihn ausgesucht. So. Genau. Jemand? Dann könnte man ja jetzt eigentlich so sagen, okay, Christa, dann lass es mal einfach so laufen. Aber es gibt keine Garantie, dass du doch unglücklich wirst. Es gibt keine Garantie dafür. Nee, aber ich weiß, Domian, ich habe mal gedacht, zum Lieben gehört Leiden. Und ich bin bereit, mal wieder mich zu verlieben oder das Schöne rauszuziehen. Schlechtes habe ich auch genug erlebt. Also ich weiß auch, wie Leiden ist. Aber ich bin wieder an dem Punkt, dass ich jetzt nach so vielen Jahren bereit bin, mich darauf einzulassen. Ja, das ist doch eigentlich in Ordnung. Und das heißt eigentlich, du lässt dich darauf ein und sagst sogar, mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Ne? Das heißt es ja im Klartext. Ja. Letztendlich hältst du alles für möglich. Ja. Irgendwo, ne? Ja. Es kann ja auch sein, ich meine, wir können es ja mal durchspinnen, dass er plötzlich nach einer gewissen Zeit, ich meine, ihr seid ja erst 2,5 Monate, das ist ja nichts. Nee, dass er nach einem halben Jahr sich vielleicht auch immer mehr an dich annähert und du spürst, er will noch mehr mit mir zusammen sein. Kann ja auch sein. Solange du noch gar nichts über diese Ehe weißt, spekulierst du ja da im Nebel. Ja, aber ich möchte ja auch gar nicht spekulieren. Noch bin ich an dem Punkt, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Okay, dann genieß es. Dann genieß das, was du da hast und nimm's mit. Ja. Finde ich. Weil ich wollte nur mal, manchmal fehlt mir so ein männlicher Gegenpart. Ja. Weil ich als Singlefrau, wie das aus männlicher Sicht gesehen wird. Ich habe zwar auch einen guten Freund, der hat gesagt, ich habe mal wahrscheinlich gleich mal so hitzig für Züge. Dass ich zum Leiden bereit bin, was dann kommt, wie er das dann sieht. Ja. Na, halt, aber ne. Nein, aber es wäre ja absurd oder albern, wenn ich jetzt sagen würde, komm, brich diese Beziehung ab. Warum? Ne? Also, so wie du es jetzt geschildert hast, würde ich auch sagen, komm, lass dich drauf ein, genieß es, mach es mit und die Probleme werden dann schon kommen und du wirst die auch irgendwie meistern.
Ja, denke ich auch. Ich nehme es, bis Probleme kommen. Genau. Wir hatten schon mal so drüber gesprochen, weil er sagte, wenn es anders wird, also seine Frau weiß nichts, habe gesagt, gut, damit ich für mich klar sehe, wie er damit umgeht. Wo ich denke, ich belüge ja niemanden, wenn ist das seine Sache. Genau, das ist wirklich seine Sache, der Treue und Untreue, nicht deine Sache. Ja, für mich, ja. Und er mich auch trotzdem sehr sympathisch findet. Und ich denke halt, als er sagte, ja, wenn sich da was ändert, da muss man alles neu überdenken. Ich meine, ich denke, genau, er lebt in einer mindestens 30-jährigen Partnerschaft. Ja. Und das, eigentlich weiß ich ja nicht, will ich das kaputt machen? Wäre ich bereit? Oder bist du, ne? Ich glaube niemals, ich sage das immer wieder, dass der Dritte, also in diesem Falle du, das kaputt machst. Das ist dann schon kaputt, wenn in eine Beziehung ein Dritter eindringen kann. Du bist nicht die Schuldige, bin ich ganz sicher. Er entscheidet das. Er macht die Tür. So, Christa, ich würde sagen, nimm es mit, was jetzt kommt. Genieß es. Jo. Und wenn es neue Probleme gibt, meldest du dich nochmal. Ja, ich denke nicht. Dann reden wir drüber. Jo, okay, Domian. Ne? Tschüss. Alles Gute, tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch auf ein Thema, auf unser Thema aufmerksam machen, was wir nächste Woche Mittwoch hier behandeln. Ich sage das jetzt schon mal, weil es vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Thema ist und ihr somit auch die Chance habt, euch bei uns schon mal am Wochenende per E-Mail zu melden. Das Thema heißt nämlich Blut. Ich möchte gerne mit euch über das Thema Blut reden, über Unfälle, wo sehr viel Blut geflossen ist, über Verletzungen, über Krankheiten, vielleicht auch über den Fetisch Blut. Auch über Blutschande oder über blaues Blut, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Adligen unter euch. Über Blutrache, vielleicht auch mit einem Zeugen Jehovas, der gegen Bluttransfusionen ist und so weiter. Also das Thema Blut, oder vielleicht war jemand anwesend von euch schon mal bei einem Blutbad oder war irgendwie verwickelt oder war Zeuge einer solchen schlimmen Tat. Das ist unser Thema nächste Woche Mittwoch. Wenn ihr euch dazu gerne mit mir unterhalten wollt nächsten Mittwoch, könnt ihr jetzt, das heißt das ganze Wochenende, schon mailen unter domian@wdr.de und dann rufen wir euch zurück. So, jetzt geht's aber weiter mit Angelika. Und Angelika ist 34 Jahre alt. Hallo. Ja. Hallo Angelika. Ich bin das erste Mal bei dir. Ja. Apparat. Also, hab schon öfters mal versucht, bei dir anzurufen. Ja. Nie durchgekommen. Und um was geht's? Ich finde die Sendung auch ganz gut. Dankeschön. Du machst. Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein bisschen witzig, weil ich habe den Fernseher jetzt leise und habe den Handy hier und ich habe das Fernseher jetzt in der Nähe. Mhm. Und das ist schon ein bisschen witzig. Das also, glaube ich. Es kommt auch zeitversetzt, wenn ich spreche. rüber. Na gut, aber um was geht's denn? Ja, es geht da Folgendes. Ich möchte einfach über das Thema sprechen, was mir passiert ist eben. Ich bin vergewaltigt worden. Gerade eben? Nein, nicht gerade eben. Also es ist jetzt vor kurzem erst, also passiert eben und ist auch ein Knast. Und das Thema ist einfach, dass ich das Problem habe, mit Sex überhaupt wieder anzufangen. Mhm. Wann ist die Vergewaltigung passiert? Ja, ich habe dem Moderator vorher gesagt, dass es vor kurzem ist, aber es ist, ich sag jetzt so, wie das ist, schon ein bisschen länger her, nur das Problem ist, ich kann meinem Freund das nicht sagen. Wie lange ist es denn her? Schon ein bisschen länger her. Nur wie lange ist es denn her? Zweieinhalb Jahre hatte gekriegt und es ist schon 2 Jahre her. Ja. Nur das Problem ist, ich kann mit meinem Freund darüber nicht sprechen. Mhm. Und ich kann auch nicht sagen oder erklären, hier es geht nicht mit Sex oder was weiß ich, weil dann denkt er vielleicht noch, ich wäre umgepolt oder was weiß ich, was er denn denkt. Also du hast einen Freund, eine Beziehung. Wie lange hast du die Beziehung jetzt schon? Ich habe die nicht lange. Ich habe die 3 Monate gerade mal. Ja, und sexuell ist das für dich sehr schwierig? Das heißt, ihr habt Sex, aber du hast keine Lust darauf oder habt ihr gar keinen Sex? Ich habe gar keinen Sex. Und wie verhält er sich, wie reagiert er darauf, dass du das nicht möchtest? Ja, sehr komisch eben, ne? Also er denkt schon, warum ich keinen Sex will und hat es nicht gesehen. Also er hat schon mehrfach er hat es versucht und du hast dich dann immer rausgewunden irgendwie. Ja, genau. Mhm. Lass mich nochmal kurz auf das schlimme Vorkommnis zu sprechen kommen. Wo hat diese Vergewaltigung damals stattgefunden? Es hat in meiner Wohnung stattgefunden. Ich sollte Zigaretten holen gehen. Ich war also auch abends gewesen.
Den Typen kannte ich ein Jahr lang, der hat mir auch geholfen, weil ich hatte eine Hausarzthilfe haben wollen, habe ich nicht bekommen, weil aufgrund der Hüftumstellungsautonomie, das heißt, der Knochen wurde rechts umgestellt, also runtergesetzt, und hatte auch ein Krankenhausbett gehabt und so. Und diesen Mann, der das gemacht hat, den kanntest du schon länger? Den kannte ich von der Einrichtung aus her. Ich war damals in einer Einrichtung gewesen, in einer VSE-Einrichtung. Das ist Verbund sozialpädagogische Einrichtung. Das heißt also, man wird zu Hause betreut eben, ne? Ja. Also wenn jetzt Beispiel so... Das müssen wir gar nicht so im Detail erzählen. Also das war jemand, ein Bekannter von dir, den du länger kanntest, und der ist dann mit in die Wohnung gekommen. Er war abends in meine Wohnung gewesen. Ja. Ich habe mit ihm Cappuccino getrunken, ganz normal mit ihm auch unterhalten und so. Und sollte auch Zigaretten holen gehen, bin auch rausgegangen, Zigaretten holen gegangen, kam wieder. Und ich habe gedacht, er hätte noch den Videofilm drin, ne, im Wohnzimmer. Schließe die Tür auf und wollte gerade die Tür wieder zumachen und habe ich schon einen Würgegriff im Hals gehabt. Also von ihm. Ja. Von den Täter eben. Ja. Also von den Bekannten. Also, ohne Worte ist es gelaufen, hat dich direkt gewalttätig... Mich an der Kehle festgedrückt, ziemlich doll. Das heißt, und auch den Küchenmesser vorgehalten. Ich hatte nämlich ein Küchenmesser gehabt, ein Brotmesser. Ja, das heißt also direkt von 0 auf 100 Todesangst. Ja, ich hatte, erst habe ich gedacht, es wäre ein Scherz, weil ich habe gedacht, na, jetzt ist der Spaß jetzt mal vorbei, ja. Und dann hatte ich natürlich gedacht, dass es kein Scherz wäre. So, dann ist es zu dieser brutalen Vergewaltigung gekommen? Nein, er hat mich dann erstmal gesagt, wenn ich einen Lauten mache, würde er mich umbringen. Ja. Ich soll mich ruhig verhalten. Und ich habe natürlich Hilfe gerufen, ne? Weil im Haus wohnte ein Nachbar nebenan und da hat auch Fernseher, da war auch du hast trotz des Messers am Hals, hast du dich noch getraut, Hilfe zu rufen? Nein, er hat es wieder losgelassen, das Messer. Und hat er mich dann, habe ich so an den Boden, habe ich so runtergesackt. An der Tür so runtergesackt eben. Ich stand auch unter Schock oder so und ich wollte einfach nur schnellstens raus wieder aus dieser Wohnung. Aber er hat dich dann dennoch genommen, wieder festgehalten? Ja, und hat mich dann die Haare so hochgezogen. Und auch mich am Arm umgedreht. Das heißt also, mein Arm war auch umgedreht gewesen. Und hat mich dann gefesselt mit meinen Schuhbändern. Am Arm hinten gefesselt. Ja. Und hat mir Taschentücher im Mund reingetan und auch einen Schal zugebunden eben, dass ich fast keine Luft mehr gekriegt habe. Gott, wie schrecklich. Und ich war dann im Badezimmer gewesen. Da wollte er meine Beine auch fesseln erst. Und dann hat er die Beine eben losgemacht. Und ich wollte treten, konnte auch nicht, weil das rechte Bein war eben so bei der Operation nicht so stabil. Ja, und dann hat er Geschlechtsverkehr gemacht, wo ich auch an den Armen gefesselt war. Soweit diese schlimme Tat. Dafür ist dieser Mann für 2 Jahre verurteilt worden. 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Du hast ihn angezeigt und das ist dann alles seinen Weg gegangen. Ja, und ich habe auch keine Therapie gemacht. Das Problem war, ich wollte eine Therapie machen, bin auch da gewesen. Und hatte dann dieses Problem gehabt, ich pack das einfach nicht. Weißt du, das ist so, es ist, die Bilder sind im Augen und ich pack das einfach nicht. Und dann habe ich versucht, eine Therapie selbst zu machen. Und habe immer versucht, alles zu verdrängen. Das ist natürlich keine Therapie, ne? Das ist genau das, was man nicht machen sollte. Ja, das ist das Problem. Diese Beziehung, die du jetzt hast, um auf die zurückzukommen, seit 3 Monaten hast du die. Ist das die erste Beziehung seit diesem Vorfall? Ich hatte auch vorher eine Beziehung gehabt, nur ich wurde immer verarscht, weil ich auch Lenisteniker bin. Gab es denn da Sexualität? Nein. Auch nicht? Nein. Also, das ist mir völlig klar, Angelika, wenn du so ein Gewaltverbrechen hinter dir hast, so eine schlimme Erfahrung, und es danach keine ordentliche psychologische Betreuung gegeben hat. Du sie nicht wolltest, weil du dich nicht wohlgefühlt hast bei dem Psychologen. Ist es mir völlig klar, dass du sexuell natürlich blockiert bist und auch gar keine Lust auf Sexualität hast. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit meinem Freund damit um, ne? Mit dieser Geschichte. Wie ist denn dein Freund? Was ist denn das für ein Typ? Würdest du sagen, das ist ein sehr netter Mann? Ja, ich habe, also er ist zwar nett und er kann auch viel Späße ab. Ja, das Problem ist, ich habe einfach kein Vertrauen richtig drin. Also innerlich sagt mir einer, innerlich im Herzen, lieber nichts sagen. Ne? Also das Vertrauen ist komplett weg.
Weil einfach diese Situation, die ich dann wieder miterlebe, denn das merke ich dann in meinem Kopf, also dann sehe ich die Bilder. Also das Vertrauen ist weg aufgrund dessen, was dir damals passiert ist. Ja. Mhm. Nun könnte man auf der anderen Seite ja sagen, wenn es dafür kann der Mann ja nichts, dass dir damals so Schlimmes passiert ist. Ja, nicht. Ne? Und vielleicht, ich hoffe mal, dass es ein ordentlicher Mensch ist, der da an deiner Seite ist. Dann ist es natürlich eigentlich im Rahmen einer Beziehung, wenn sie auch ganz frisch ist und ganz jung ist, aber doch auch eine Frage des Vertrauens, dass man sich so etwas erzählt. Dadurch versteht er dich ja auch besser. Und du brauchst dich ja dessen ja auch nicht zu schämen. Dann versteht er auch, warum du keine Lust auf Sexualität hast. Ja. Im Prinzip hast du da ja gar nichts zu verlieren, wenn du ihm das sagst. Wenn du meinst, dass ich bin schon verliebt in diesen Mann und eigentlich ist das ein guter Typ, finde ich, dass du vielleicht diesen Schritt wagen solltest und ihm zumindest die Fakten erstmal sagst. Mir ist das und das damals passiert und seitdem bin ich so blockiert. Ja. Weil er steht ja wahrscheinlich vor einem Rätsel, warum du das nicht willst. Ne? Ja. Und es kann ja sein, und ich würde es dir sehr wünschen, dass du da auf einen Mann gestoßen bist, der da sehr einfühlsam mit umgeht und sagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid und ich lasse dich auch erstmal in Ruhe. Parallel dazu, Angelika, finde ich aber schon, dass du nochmal einen Versuch unternehmen solltest, wirklich in eine Therapie zu gehen, nach dem, was geschehen ist. Ja, das ist das ganze Problem, was ich nicht kann. Ich kann diese Therapie, gehe ich zwar hin, ja, mhm. Aber und ich mache auch, ich rede darüber auch jetzt, mhm. auch bei dir, mhm. weil du bist wildfremd und so. Ja. Leute hören jetzt, alle Zuschauer hören jetzt zu. Ist schon peinlich, aber wenn ich eine Therapie mache, weiß ich ganz genau, dass ich das nicht durchhalte. Ich hau einfach ab von dieser Therapie, weil ich immer das Gefühl habe, ich setze die Therapie wieder an und dann geht es mir wieder dreckig. Ich schlage mal Folgendes vor. Wie man mit so einer Angst vor einer Therapie umgeht, ja. Da ist natürlich der allerbeste Ansprechpartner ein Psychologe, nämlich mein Psychologe im Hintergrund. Mhm. Und ich würde gerne, dass du mit dem jetzt weiter genau über dieses Thema sprichst. Wie kann man eine Therapie machen, ohne Angst zu haben vor all dem, was da auf einen zukommt? Dass du eigentlich eine machen musst, davon bin ich ganz überzeugt, sehr überzeugt. Und auf der anderen Seite nochmal gesagt, ich fände es schon gut, wenn du deinen Freund mit einweihen würdest. Jetzt schlage ich vor, du legst auf und der Peter, so heißt beim Psychologe, ruft dich gleich an und dann könnt ihr in Ruhe darüber reden, auch über dieses Herangehen an eine Therapie. Ja, ich habe noch mal eine einzige Frage, ja? Nochmal an dich. Ich habe ja die beiden Bücher. Da warst du ja mit Frau, ich weiß nicht, Helga von Sinn. Mit Helga von Sinn, ja. Ja, die war ja mal bei dir in der Domian-Sendung. Genau. Und das Buch, was ich habe, die beiden Bücher, die sind übrigens sehr gut. Mhm, danke schön. Nur eins von dem Buch verstehe ich nicht ganz. Da steht irgendwas mit Hackfleisch, hat eine Frau gekauft, so und so viel. Ja. Also das ist irgendwie ein bisschen ziemlich pervers, fand ja, ich. Ja, das ist auch eine ziemlich krasse Geschichte, die wir auch gar nicht weiter nochmal ausrollen wollen, hier, würde ich vorschlagen. Okay, aber Sie können ja mal ein Autogramm mal wieder rüberschicken. Das machen wir. Ich habe diesen Autogramm gekriegt von euch und ich habe das verbaselt bei ja. Umzug. Angelika, du gibst gleich meinem Psychologen die Adresse von dir und dann machen wir das, okay? Okay. Jetzt legst du auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, tschüss. Peter, 44, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Peter. Erstmal meiner Vorrednerin wünsche ich alles Gute, dass sie eine gute Therapie findet. Dankeschön, sehr nett von dir. So, und ich habe jetzt selber erlebt, wie das ist, in der Warteschleife, bin aufgeregt. Ja, das glaube ich also, wirklich. Da wäre ich auch aufgeregt, wenn ich in der Warteschleife sitzen müsste und warte, ja. Bis man drankommt. Ja, dein Berater oder mit dem ich schon gesprochen habe, hat mich ja gelöchert. Thema bei mir ist meine Eifersucht, in Zusammenhang auch mit einer Art Kontrollsucht. Eifersucht. Also erstmal die Frage, bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung seit letztes Jahr September. Ja. Und diese Frau hat sich in mich verliebt. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Sie kam mich jeden Tag besuchen. Wir kannten uns vorher nur flüchtig. Mhm. Ich fand sie auch vorher attraktiv und alles. Aber so verliebt sein von meiner Seite war nicht. Ja. Dann hat sie sich schon, sie hat sich mir offenbart. Mhm. Und einen Tag später teilte sie mir dann auch mit, dass sie als Prostituierte arbeitet. Mhm. Jetzt war das wusstest du vorher nicht, obwohl du kanntest doch die Frau vorher.
Ja, ich wusste aber nicht, was sie beruflich jobmäßig. Also es war irgendwie einfach nur so eine Bekannte, die ich im Krankenhaus besucht hat. Genau, und vorher war flüchtige Bekanntschaft. Mhm. So. Ich wusste nicht, was sie jobmäßig. Wie alt ist sie? Sie ist, jetzt will ich sie da nicht so outen und kompromittieren. Egal, sag mal, sie ist einiges älter, ich sag jetzt mal 13 Jahre. Älter als du? Ja. Und arbeitet noch als Prostituierte? Ja, sie ist sehr spät eingestiegen, vor 5 Jahren. Ich war total überrascht. Ja. Sie hat mir dann auch geschildert, wie sie an den Job rangekommen ist. Mhm. Nur ich war am Anfang nicht in sie verliebt. Mhm. Wir sind zwar auch intim miteinander geworden. Mhm. Und da hat mich das Ganze erstmal überhaupt nicht gestört. Obwohl du da schon wusstest, dass sie als Prostituierte arbeitet. Genau. Mhm. Nur Problem kam dann, so nach circa 3-4 Wochen verliebe ich mich voll in sie. Mhm. Und interessant war noch, sie teilte mir mit, dass sie zwar in mich verliebt ist, aber aufgrund des Altersunterschiedes, sich da jetzt keine großen Hoffnungen macht, dass das eine langfristige Beziehung werden könnte. Sie nimmt also den Schmerz und Trauer und Abschied in Kauf, um eine schöne Zeit mit mir zu haben. Ja. Ja? Aber mein Problem fing dann damit an, dass als ich mich dann in sie verliebt habe. Mhm. So, und das geht jetzt das Ganze mehr oder weniger seit September letzten Jahres. Ganz genau. Und seit November drehe ich am Rad. Ja, ihr seid jetzt ein Paar. Kann man sagen, sie arbeitet weiter als Prostituierte. Ganz genau. So täglich? Fast täglich. Fast täglich. Also Wochenenden, also an Wochenenden oder Feiertage, dann nimmt sie sich ihre freie Zeit. Mhm. Und du drehst am Rad, weil du dir immer vorstellst, was mag die jetzt alles machen? Ganz genau. Mhm. Wohlwissentlich, rational, ne? Mhm. Das Vertrauen habe ich jetzt, dass sie da jetzt nicht hier noch mega Orgasmen kriegt und Späßchen hat und so weiter. Erzählt sie dir denn, hat sie dir von ihrem Job richtig erzählt, wie das abgeht? Und, Nee, also das will ich auch nicht. Ich meine, ich war selber mal freier, und war kein Kind von Traurigkeit. Ich weiß natürlich, was da programmmäßig abläuft. Mhm. Ich muss dazu noch sagen, wir wohnen jetzt schon. Das ging alles sehr, sehr schnell. Ich habe eine kleinere Wohnung, sie hat eine große Wohnung. Das hat sich alles in ihre Wohnung jetzt verlagert, unser Leben. Ach, das heißt, du wohnst quasi bei ihr auch? Ich wohne jetzt quasi auch. Gehst du denn, du hast gesagt, ich war auch mal freier, gehst du denn jetzt auch noch zu mir? Nein, das nicht. Nein, nein. Das nicht. Nee, also, lange Rede, kurzer Sinn. Da ist Peter. Also, da bin ich erstmal kuriert. Ja, da ist also Peter, der hat eine Freundin, die ist Prostituierte. Und du sagst, du bist tierisch eifersüchtig. Ja. Ich meine, in gewisser Weise können das ja nun sehr, 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 sehr viele, ich glaube, die meisten Männer nachvollziehen, dass man damit Probleme hat. Ich weiß auch nicht, ob ich damit klarkäme. Und wenn ich noch so gut wüsste, dass es Job und dass es privat halt, irgendwie ist das schon eine schwierige Geschichte. Und wie geht sie denn damit um, dass du damit so Probleme hast? Ja, anfangs war es so, dass sie meinte, wenn meine Liebe stark genug ist zu ihr, dann sollte ich das trennen und erstmal nur das Positive sehen. Gut. Ja? Jetzt kam natürlich bei mir nochmal auch ein wahnsinniges Gekränktsein auf. Sie hat natürlich mehr Geld. Mhm. Ich wurde beschenkt. Was wirst du? Ich wurde natürlich auch beschenkt. Beschenkt, ja. Ja, von dem Geld der, sage ich jetzt mal, Brieftaschen da, die ich nicht habe, das Geld. Hatte große Probleme, diese Geschenke auch anzunehmen. Ich habe gute Freunde, die ich verrückt gemacht habe, vertraute Freunde, die auch als Mann nachvollziehen können, dass das irgendwo... Peter, ich muss das mal ein bisschen straffen, das Gespräch, weil wir nicht so ganz viel Zeit haben. Ich will fragen, gibt es denn aufgrund dieser Eifersucht viel Stress jetzt auch in eurer Beziehung? Ich habe wahnsinnigen Stress gemacht. Ich habe mir auch an gewisse Vereinbarungen nicht gehalten, wo ich gesagt habe, so jetzt mal 2 Wochen Ruhe, 3 Wochen Ruhe, weil sie hatte ab einer gewissen Zeit vor 3 Monaten dann auch gesagt, sie will aussteigen, sie braucht Zeit. So, jetzt frage ich auch nochmal. Ich meine, die Dame ist schon ein bisschen älter. Ja. Wie lange arbeitet die schon in dem Beruf? Seit 5 Jahren. Aber dennoch, sie ist über 50 ungefähr, habe ich gerade mal so ausgedacht. Ja. Wäre denn das nicht auch wirklich ein Kompromiss? Sie hat einen Mann kennengelernt, in den sie auch verliebt ist. Wäre das nicht für sie auch ein Opfer zu sagen, okay, dann höre ich auch meinem Job auf und wir haben unsere Liebe und die ist unbeschadet? Will sie auch. Ja. Will sie auch das Ganze. Aber das wäre doch eine Perspektive für dich, wenn sie sagt, ich will. Ja, es geht jetzt noch um 3 Wochen. Es sind riesige Ängste da. Ja gut, die 3 Wochen kannst du ja dann auch noch aushalten. Die will ich auch aushalten. Ja. Obwohl ich heute auch wieder so eine Attacke hatte. Ne? Also die Frau, jetzt ganz im Klartext, die Frau hat gesagt, ich höre auf wegen der Liebe, wegen Peter. Ja.
Und das dauert jetzt noch 3 Wochen, ehe sie sich da rausgefädelt hat. Ja. Und du drehst immer noch am Rad im Moment. Etwa, es ist jetzt gestern, vorgestern ein bisschen weniger gewesen. Mhm. Aber es kommen immer wieder... Aber ich meine, ich bin ja jetzt schon sehr beruhigt. Ich dachte, sie würde jetzt auf Biegen und Brechen sagen, nein, ich mache meinen Job weiter. Nein. Jetzt siehst du doch am Horizont das helle Licht schon. Ja. 3 Wochen sind ja nun schnell rum. Und wenn du es jetzt so lange ausgehalten hast, wirst du das auch noch schaffen. Und dann habt ihr euch, dann habt ihr eure Liebe. Ja, da... Oder? Hoffe ich. Ja, da hoffe ich aber auch sehr drauf und will ich auch sehr ermutigen. Wenn ihr beiden da euer Glück gefunden habt und euch jetzt ein bisschen rumgequält habt die letzten Monate, das hat ja jetzt ein Ende und ihr beide habt euch dann. So, jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Und ich sage für euch und euer Glück wirklich alles Gute von ganzem Herzen, Peter. Danke dir, Domian. Tschüss, schönen Gruß an deine Freundin. Tschüss. Mach ich, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Zwickowski, Roland Lohr, Volker Tarke, Jan Gerefe zu Baringdorf, Burak Koscher, Marc Sommer, Florian Jocham und Peter Ofsianowski. Ich mache euch nochmal aufmerksam auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. Da heißt das Thema Blut. Ich möchte gerne mit euch reden über Blut von Verletzungen bis hin zu Blutschande oder auch zu den Zeugen Jehovas, die keine Bluttransfusionen machen, zulassen und so weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. In der Nacht vom Montag auf Dienstag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Macht's gut. Es ist 2 Uhr, Sie hören Nachrichten vom SWR, Berlin. Die Deutsche Bank will die Postbank übernehmen, das bestätigte ein